Naja, da verliert man dann den Mut, wa? Irgendwann. Ja, das Problem ist halt, die aus der zweiten Liga kommen oder vielleicht noch von tiefer her, immer peu à peu aufgestiegen sind. Du hast zwar deine Einnahmen, aber nicht so wie in der Bundesliga. Na, also wenn du in der zweiten Bundesliga ein Ticket kaufst, da kostet so ein Ticket, weiß ich nicht, ein Spitzenspiel 30 € oder so. Und in der Bundesliga hast du aber das Doppelte, ne? Und diese Einnahmen fehlen denen dann. Schon seit etlichen Jahren. Jetzt, Und das habe ich jetzt nicht verstanden. Wenn sie doch das Doppelte für ein Ticket kriegen, kriegen sie doch mehr Geld, oder? ja, sicherlich kriegen sie dann jetzt mehr Geld, aber du musst ja erstmal in die Bundesliga kommen. Und du kannst ja keine Einkäufe tätigen, wenn du kein Geld dafür hast, ne? Das Geld muss ja erstmal da sein. Aber Du kannst ja nicht mit Geld planen, was nicht da ist. richtig, also wenn sie, bevor sie aufgestiegen sind, können sie nicht einkaufen. Doch, aber mit dem Budget, was sie nur haben. Die können Aber wenn nur. sie drin sind, kriegen sie doch erstmal mehr Geld, oder? Ja, peu à peu. Ich glaube, immer am Ende der Saison wird abgerechnet. Und dann wird ja noch abgerechnet, wie viele Spiele du gewonnen hast, wie viele Unentschieden, wie viele verloren. Dann der Ja. Marktanteil im Fernsehen, wie viele haben sich das angeschaut und so. Das hängt alles davon ab. Und bei so kleineren ist dann auch das Problem, die schaut kaum einer, weißt Ja. Dementsprechend ist der Marktanteil dann gering. Die können halt nicht so einkaufen wie jetzt Dortmund, Bayern oder Hertha oder Werder Bremen, die jetzt schon seit Jahren etabliert sind. Das Budget haben die nicht, ne? Wenn du dir mal anhörst, ich glaube, bei Paderborn war damals der Kader insgesamt, ich glaube, von 4 Millionen. Und dann nimm mal andere Vereine. Dann kannst du ja auch ungefähr ausrechnen, was die ausgeben können. Und dann haben die nicht, wie kann man das am besten erklären, dieses vielleicht, die trainieren zwar auch hart und so, aber die Bundesliga ist richtig schnell. Das sind die anderen Ligen darunter nicht. Und das ist bei denen immer so ein Genickbruch. Die kassieren dann unheimlich viele Gegentore, verlieren, 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 verlieren. Und dann bist du hinterher wieder fort. Bist du gerade beim Straßenbau? Nee. Sondern? Ich bin hier gerade im Hotel. Und Ah, hab hier machst du gerade. Inneneinrichtung? Genau, ich hab hier gerade, bin ja gerade bei der Küche dran. Sehr schön. Hatten wir noch Cleanies? Hatten wir. Sehr schön. Baue nämlich gerade mal das nächste Haus, ne? Okay. Geil. Ja, ist das ungewohnt, wieder hier mit Kisten zu arbeiten. Das glaube ich dir. So, dann haben wir jetzt hier eine, ja, Mini-Küche. Aber geht halt nicht anders. Das ist, glaube ich, Eichenholz, ne? Habe ich es natürlich nicht mit. Warum sollte ich das auch mithaben? Umpf. Da bist du. Ja, hier kommt dann die Straße weiterhin. Hier kommt dann das nächste Häuschen. Ich muss mal Hier Krabs muss dann ja abladen. auch eine Straße durch. So, Kies kann mal weg, das kann mal weg, das Ding kann jetzt hier mal weg.
So, Glasscheiben brauche ich gerade auch nicht. Die tue ich auch mal in die Truhe rein, falls du Glasscheiben brauchst, ne? Habe ich. Okay. Da haben wir kein Eichenholz drin, aber dafür hier. Das nehmen wir jetzt mal mit. Einen Apfel wollte ich jetzt eigentlich nicht mitnehmen. So, und dann gucken wir mal. So, das sind jetzt 12. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12. Ich mach mal 14. Hä, ist das kein Eichenholz? Schon alle. Hä? Bist du das? Jo, das war gar kein Eichenholz. So was. Tja, ist halt eine kleine Ablage. Aber ja, ist halt eine kleine Küche, ne? Weg. Tja, viele können jetzt zwar hier nicht sitzen, aber hey. Doch nur ein kleines Hotel. Ja. Obwohl einmal müsste ich hier noch irgendwie. Pass mal ob. Hier. Wir sind hier am Kölner Dom und nicht auf Malle. Das ist hier nicht Teneriffa. Ach so. Holz. Ach so, dann kann ich auch gleich. Fünf Kies, echt? Das nicht, dass wir hier übertreiben. Ich muss, glaube ich, sowieso nach hinten. Ich bringe mal Kies mit. Ja. Da kann hier der Straßenbau weitergehen. Also 5 Kies brauchst du? Ich habe 5 Kies, aber du kannst ja dann nachher gucken. Mit dem Straßenbau, da bist du ja hier besser drauf als wie ich. Ich hätte jetzt nochmal 5 Kies mitgebracht. Ja, traue ich dir zu. So, Wolle. Wow, ich habe noch einen weißen Wollteppich. Das ist ja. Boah, da taut mich ja gerade echt auch voll aus den Latschen, ne? Zehn. So. Aber mal 16. Also. Fünf, sechs, sieben, acht, neun. Zehn. Und dann muss 14. Ach, jetzt habe ich Kies vergessen. Und nochmal zurück. 5 Stück, bitte. Ja. Kriegst du. Ach so, ich sollte mal wieder die Kamera anmachen.
So. Ich komme. Ja. Fünfundzwanzig Level habe ich schon wieder. Krass. So, das ist ja der Fußboden. Ja, gut. Machen wir ja anders eventuell. So, Kies kommt. Guck, ja, du siehst ja schon, wo ich die Straßenführung angefangen habe. Mit diesen Ziegeln? Ja. Ich weiß ja nicht, was du jetzt, wo du gerade dran bist. Immer noch hier am Hotel. Am Hotel. Ja, mach das da erstmal in Ruhe. Okay, ich hatte dir da Kies hingetan. Ja, genau. Das nehme ich mir mal. Wo ist es denn? Da in der Grube, wo du gerade abgegraben hast. Habe ich schon? Nee. Finde das gar nicht. Da, wo du gerade das Haus hier ausgehoben hast, also. Ja, ich laufe hier gerade rum wie bescheuert. Und da ist das. Ja, gut, okay. 5 Kies, wie du bestellt hast. Ja, ich glaube es auch. Ja, habe ich. Alles gut. Ich komme jetzt gleich mit mehr. Nee, ist gut. Nee, brauchst du nicht. Mach nicht. Alles gut. Das hat Zeit hier. Und das geht nicht. Ja. Okay. Ich bin so zugemüllt. Wie mache ich noch mal Zäune? Zäune, außen die Blöcke, innen die Stöcke. Okay. Und dann musste Farbe der Blöcke entscheidet darüber, welche Zäune das werden. Gut. Weil bei dem After Humans ist das noch nach dem alten Minecraft-Prinzip. Ja. Die gute alte Zeit, wo du nur Stöckchen gebraucht hast. Ja, cool. Da haben wir unten die kleine Küche schon mal, wo die Leute dann morgens speisen können. Hinten raus haben wir auch schon ein bisschen was, wo die sitzen können. Und jetzt muss ich erstmal Klumpatsch abladen. Ey, ich bin so überfüllt. Zockst du eigentlich auch noch abseits vom Stream? Ja, ich hatte... Okay, es ist nichts für dich, Carsten. Die Tage auch noch mal dieses Hausflipper gespielt. Und ich zocke auch After Humans. So für mich. Na, ich mache ja nicht alles im Stream, habe ich ja auch von vornherein gesagt, ne? Dass ich auch
After Humans außerhalb spielen werde. Ja. Und ansonsten habe ich noch irgendwas gespielt. Ich habe letzte Woche Samstag mit Terra angefangen. Ist ein Free-to-Play-MMORPG. Ja, habe ich gesehen mit Mama, ne? Hast du das auch gespielt, ne? Und bin jetzt in der Woche auf Stufe 62 von 75 gekommen. Krass. Dann hast du ja nächste Woche schon wieder nichts zum Spielen, Jung. Naja, mit Mama, die ist Level 20 oder so. Hab mit ihr ein bisschen TS gequatscht. Aber warum auch nicht, ne? Apropos TS, der Server geht am 23.06. down. Nur zur Info. Okay. Warum? Die wollten 90 Cent pro Monat mehr haben. Ich weiß gar nicht, wie teuer ist der TS im Monat. Aber es wäre eine Preiserhöhung von fast 50% im Monat gewesen. Ich zahle aktuell 1,90 im Monat. Und wie kommen die jetzt auf 90 Cent mehr? Ich meine, und die wollten ab dem 23.06. dann 2,80 Euro haben. Krass. Das ist krass. Die meinte, dass die Lizenzen wohl mehr Geld kosten würden und deswegen den Anstieg zur Erhaltung tätigen müssten. Gut, das kann natürlich sein. Ich meine, wird ja alles teurer. Wenn wir eine riesige Community hätten, wo wir dann ein 100er-Slot oder so bräuchten, wie ich damals zu Counter-Strike oder WoW-Zeiten, dann wären 90 Cent im Monat irrelevant, weil du sowieso 15 oder 16 Euro monatlich zahlst. Aber bei so einem Miniserver von uns, ja. Und was bedeutet das? Dass wir beide dann ab dem 23. nicht mehr über Teamspeak miteinander sprechen können, sondern entweder über Discord oder über, wie heißen das andere jetzt noch? Skype? Skype, ja. Okay. Ich buche einen neuen Server, habe schon einen neuen Anbieter gefunden. Ah, okay. Da zahle ich dann 14,40 Euro im Jahr. Ach, ist dann auch wieder TeamSpeak?
Ja, läuft halt nur bei einem anderen Bieter und Server. Heißt, wir bekommen eine neue IP und dann geht alles seinen alten Lauf. Ah, okay. Okay, das heißt, die IP-Adresse, die wir dann jetzt haben, funktioniert dann nicht mehr. Wir brauchen den ja nur für maximal 4 oder 5 Leute. Also hole ich wieder einen mit 10 Slots. Ja, mehr brauchen wir ja nicht. Nein, ich kann ja nichts hier hinstellen. Wann los? Ach, ich war bei dem anderen Minecraft, wo du Sachen hinstellen kannst. Ich wollte als Deko hier so einen Kürbiskuchen hinsetzen. Ich habe gerade einen Kürbiskuchen gecraftet. Den musst du auf einen Tisch stellen. Kann ich nicht. Auf einen Block. Kann ich Also nicht. Kuchen, Kammern, Gabel. Ja, Kürbiskuchen. Kürbiskuchen weiß ich nicht, aber es gibt auch diesen normalen Kuchen mit Ja. Kakao, Dingsbums Zeug und Milch und Ei und so. Genau. Den Und kannst du, den habe ich bei mir in Minecraft auf einen Block gestellt. genau, den kann man. Ich habe gedacht, Kürbiskuchen würde auch gehen. Gehte nicht. Ja, so was Neumodisches weiß ich natürlich nicht. Läuft. Yeah. Ja, ich habe gedacht, das würde gehen. So ein Kürbiskuchen. Der sieht voll lecker aus. Ja, bestimmt. Läuft dann 12 Monate mit 3 Monate Kündigungsfrist. Dadurch spare ich dann 20%. Das ist viel. Das ist viel. So, die wieder gesetzt. Okay, kommt der Kürbiskuchen hier rein. Ich glaube, Milch brauche ich dafür auch, wohl. Ja, musst du dich von hinten an eine Kuh ranschleichen. Oh. Boah, ich muss mal gerade Krempel loswerden, ey. Ich werde hier noch bekloppt. So, Holz habe ich jetzt mal hier aus meinem Inventar. Die Hälfte vom Inventar wieder weg. Also leer. Aktuell habe ich halt die Chance, monatlich zu kündigen, weshalb ich auch direkt aus dem Vertrag rauskomme. Sollte unsere Community also in den nächsten 9 Monaten extremst wachsen, wieso auch immer, muss ich dann wohl einen neuen Server organisieren. Aber ich glaube nicht, dass das bei uns so ist. Wobei das ja letztes Jahr zwischenzeitlich ja so aussah, als wie hieß die noch? Lina? Oh Scheiße, ich habe den Namen vergessen. Lina hieß die, ne? Nach dem Hoch von. Genau, Lina letztes Jahr. Genau, richtig. Was dann sofort wieder ebbte, sau schade. Die hat ja alle Accounts gelöscht und sich komplett rausgezogen. Ja, das stimmt. Ich hatte Lina ja auch in Steam gehabt. Ist sie auch nicht mehr. Ist echt krass. Keine Ahnung, was mit ihr ist. Klingt nach einer manisch-depressiven. Das ist echt schon krass. Die hat echt alles gelöscht. Alles. Ja, die haben manische Phasen. Da sind sie, oh, himmelhoch jauchzend und alles toll. Und hier hast du und ich mache alles mit. Und dann kommt die hinterher die depressive Phase und dann alles scheiße. Ah.
schaffen es mit 5 Euro in der Tasche nach Sizilien zu gehen und dort Eiskaffee und ein Hotel aufzumachen in ihrer manischen Phase, weil sie so alle mitreißen und so toll, und dann ist es kaputt nach ein paar Wochen. Gehört eigentlich in Behandlung. Ja, das ist echt schon krass so, ne? Die war ja eigentlich schon ein paar Wochen bei uns. Und wie macht man eigentlich nochmal einen Kuchen? Du hast das Buch, oder? Haben ja, wir ein Buch? Du hast ja, ein Buch. Aber da habe ich schon reingeguckt, da habe ich kein Rezept drin. Ja. Kann man nicht. Alles wird angezeigt. TNT-Lore, wie schön. Ach, am Crafting-Table wird mir mehr angezeigt. Ach, krass. Pilzsuppe. Mir wird jetzt hier viel mehr angezeigt, als wenn ich nur so im Inventar bin. Hier, ich habe Kuchen. Oben drei Milch. Ach, drei Milch. In der Mitte ein Ei, eingerahmt von Zucker rechts und links. Und unten drei Weizen. Okay, danke. Bitte, das Buch ist schon schick. Ja, ich wusste nicht, dass am Crafting Table mehr angezeigt wird. Muss man oben einstellen. So, was haben wir denn eigentlich? Wo habe ich denn eigentlich nur Eimer? Ich brauche noch zwei Eimer. Haha, zwei Eimer. Geilo. Und vier Betten. Noch die vom Dom. Du hattest ein blaues Bett, ne? Ja. Unsere Betten lasse ich. Aber die anderen beiden können wir schon mal mitnehmen. Hier ist noch ein rotes. Willst du haben? Ja, gerne. Dann haben wir drei Betten. Danke. War bei der Wolle drin. Zucker. Zucker. Ach, habe ich unten noch Bambus? Ich depp. Meinst du Zuckerrohr, wenn du Bambus hast? Ja, genau. Haben wir hellgraue Keramik am Dom? Ja. Hatte ich denn jetzt? Wir haben grau, wir haben weiß, wir haben braun und ich glaube das normale. Meine ich. Okay. Sieht denn grau in deinem Texture-Pack aus? Ist es wirklich grau? Ja, so hellgrau, wie bei den Schafen ungefähr. Okay, ist gut. Oh, Milch. Schon frische Milch. Lecker. Naja, ich hab gedacht, so als Deko, weißt du, so da, damit die Hotelgäste auch sehen, was es hier Leckeres gibt, ne?